Wir erleben aktuell die bisher größte Korrektur des Jahres. Einen, wenn man so will, moderaten Abverkauf. Noch nichts Dramatisches passiert, aber es geht doch ziemlich deutlich nach unten. Und wir haben bislang aber noch keinerlei Anzeichen von Panik. Das zeigen verschiedene Indikatoren. Aber auf der anderen Seite ist das Mantra, das Glaubensbekenntnis der Notenbanken, das die Märkte lange gerne geglaubt haben, nämlich diese Inflation sei transitory, diese These, die wird immer mehr in Frage gestellt. Inzwischen scheint jedem klar zu sein, dass wir weit bis ins Jahr 2022 diese Themen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, nach wie vor haben werden, mit Druck auf die Margen, mit möglicherweise einer Inflationsspirale, die dann auf uns zukommt. Schauen wir uns die Dinge mal im Einzelnen an. Meine Damen und Herren, hier sehen wir 5,2% ist jetzt der Rückgang von dem Verlaufsuch, das wir hier gesehen haben. Das ist die bisher größte Korrektur. Aber das ist historisch gesehen eigentlich ein Klacks. Im Durchschnitt seit 1928 betragen solche Drawdowns, also solche Rückgänge mal, durchschnittlich 13%. Wir haben bisher nur in einem einzigen Jahr in diesem Jahrtausend, nämlich im Jahr 2017, einmal ein Jahr gehabt, wo der größte Rückgang nur minus 3,7% war. Sonst sind sie immer größer als das bisherige, was wir jetzt in diesem Jahr haben, nämlich diese minus 5,2%. Also das ist in diesem Kontext ja praktisch ein Fliegenschiss auf Deutsch gesagt. Dementsprechend ist hier noch nicht viel passiert. Aber wir sehen dennoch, dass wir in einer sehr angespannten Lage sind. Hier zunächst mal ein Blick auf das, was im September gelaufen ist. Und wir sehen, es sind alle Sektoren im Minus, bis auf Energie. Hier dieser Sektor 10% im Plus. Energiepreise, Sie wissen diese ganze Geschichte, ansonsten sind alle mehr oder minder stark im Minus und vor allem auffallend, dass die Durchschnittsaktie, also nicht die Fang-Stocks, die eben dann den S&P nach oben gezogen haben, im Grunde seit April, Mai nicht mehr gestiegen ist, während der S&P noch deutlich gestiegen ist, eben aufgrund der Tech-Unternehmen. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Tech-Unternehmen zuletzt schwach waren und damit die Indizes tendenziell nach unten ziehen. Schauen wir uns mal an, was jetzt in Asien passiert ist. China hat bis nächsten Freitag geschlossen. Erst Freitag in einer Woche öffnet der Markt wieder, sodass da wenig Impulse kommen. Aber in Japan ist ziemlich unter Druck, wohl weil da ein Ministerpräsident, der ehemalige Außenminister, werden wird, dem man nicht so viel zutraut. Daher der Nikkei deutliche Minus. Hier sehen wir gestern die US-Indizes am schwächsten, der Dow Jones und die Small Caps, also Value, wenn man so will, war schwächer, nachdem zuvor Tech ja doch eher schwach war. Was ist von dem Oktober zu erwarten? Ja, es ist so, dass natürlich im Oktober gerne mal ein paar Sachen passieren. Wir erinnern uns in 1929, wer die Älteren unter Ihnen nicht war, aber man hatte viele 1987, solche Events waren immer im Oktober, aber insgesamt ist eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren der Oktober der viertbeste Monat für die Aktienmärkte gewesen, für den S&P 500. Seit 1950 ist er der siebtbeste Monat, also naja, so irgendwo dazwischen. Aber wir haben jetzt eben charttechnische Marken gebrochen. Wir haben jetzt die 4300er Marke im S&P nach unten gebrochen und hier sagt ein Analysehaus, also nächste Auffangmarke ist so diese 4200 bis 4240er Marke im S&P 500. Aktuell sind wir so, als ich zuletzt geschaut habe, 4275, 4280 um den Dreh. Und hier schauen wir uns mal zwischendurch ein paar Saisonalitäten an. Was ist im Oktober eigentlich stark? Normalerweise tendieren die Renditen weiter nach oben. Das ist ja etwas, was zuletzt ohnehin passiert ist. Die 10-jährige über 1,5%. Wir sehen Dollarstärke. Das ist derzeit das, was passiert. Wir sehen Euro auf 52 Wochen Tiefe zum Dollar etc. etc. Wir sehen eigentlich einen validen Ausbruch im Dollar. Natural Gas, also Erdgas, wird saisonal normalerweise stärker, weil viele jetzt eben noch schnell ordern für den Winter. Wir sehen, dass Gold eigentlich schwach ist, dass die Aktienmärkte in den ersten zwei Wochen, in der ersten Oktoberhälfte eher Schwierigkeiten haben, dann in der zweiten Oktoberhälfte wird es saisonal besser und Öl ist normalerweise nicht so stark. Öl hat ja auch
jetzt eine gewisse Rallye gemacht. Aber gucken wir nochmal auf die Aktienmärkte. Hier mal oben ein Quartalschart des Nasdaq 100 und da sehen wir hier doch eine ziemlich deutliche Umkehrkerze. Jetzt sind wir auf Quartalsbasis direkt am 5er MA Durchschnitt. Darunter der 10er, das könnte noch das Ziel sein, dann wären wir so bei 14.000. Und wir sehen, wenn wir jetzt mal einen Trendkanal zeichnen, wie es Michael Silver hier gemacht hat, dann sehen wir, dass wir da jetzt an dieser unteren Trendkanalbegrenzung sind. Es geht also um was. Jetzt muss irgendwie mal ein Dreh rein, aber oben sehen Sie, dass wir im RSI schon ziemlich überverkauft sind. Also durchaus möglich, dass da jetzt nochmal eine technische Erholung reinkommt, dass wir da heute vielleicht eine Gegenbewegung sehen mit dem frischen Geld, das ja am Monatsanfang gerne mal in die Märkte fließt. Schauen wir uns mal die Sektoren an, sehen wir, alle Sektoren im Minus, vor allem Industrials sind schwach, deswegen auch der Dow Jones gestern am schwächsten. Materials, Financials, also alles durch die Bank, selbst Energy war schwach, aber wir sehen, dass wir jetzt sehr, sehr große Ausflüsse gesehen haben aus dem Technologiesektor, also aus dem SPDR Fund, Technology Select Sector. Das heißt, ein ETF, das die Tech-Werte abbildet, da ist also Geld rausgeflossen. Es ist auch Geld rausgeflossen aus den sogenannten Meme-Stocks, eine AMC 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Und wir sehen etwa eine GameStop, eine Bed Bath & Beyond 71% drunter. Kurs 88%, also diese ehemaligen Highflyer, die meistens ohne jeden Grund irgendwie nach oben geprügelt wurden, weil man sich gesagt hat, da stehen ein paar Hedgefonds short, die sind jetzt auch nicht mehr so en vogue. Warum sehen wir jetzt zunächst mal schwächere US-Futures? Nach meiner Auffassung, weil die Demokraten sich nicht einigen können in Sachen Infrastrukturpaket. Es gibt ja da ja diesen Clash zwischen den moderaten, also tendenziell eher konservativen Demokraten und den sogenannten progressiven, mit den Progressives, den linken Demokraten. Hier kann man sich irgendwie nicht einigen. Die Moderaten wollen die Schuldenaufnahme begrenzen, wollen nicht so viel Schulden aufnehmen. Die Linken sagen, ja, who cares, gell, wir können das Geld ja drucken, nein, dann können wir doch auch Schulden machen. Jetzt hat man ja immerhin gestern es geschafft, praktisch die Dose, die Straße weiter runter zu kicking the can down the road, indem man jetzt praktisch den Government Shutdown nochmal verschoben hat. 3. Dezember die neue Deadline, aber man hat eben die Schuldengrenze nicht angehoben bislang und man hat vor allem auch nicht jetzt hier mit den Republikanern einen Kompromiss gefunden in Sachen Infrastruktur. Schauen wir mal gestern, was da noch passiert ist. Reverse Repo Aktionen, neues Allzeithoch, 1,6 Billionen, muss man sich vorstellen, hängt vielleicht auch mit dem Quartalsende zusammen. Absoluter Wahnsinn, was da läuft. Banken bekommen Staatsanleihen gegen Cash, haben offenkundig das Bedürfnis nach diesen Staatsanleihen. Jetzt kommen wir mal nochmal auf diese Inflationsthematik zurück. Wir sehen die Inflationserwartungen in der Eurozone, gemessen an den sogenannten 5-Year-5-Year-Swaps, jetzt mit dem höchsten Stand seit dem Jahr 2015. In den USA haben wir die sogenannte US-Break-Even-Rate bei 2,37%. Und Jerome Blockland sagt, wir werden jetzt Inflationshedges in unsere Portfolios reinziehen, weil wir davon ausgehen, dass es eben nicht transitory ist. Also wir sehen die Profis, die Misstrauen der Fed, das Mantra der Fed, das wird zunehmend unglaubwürdig. Damit wird auch die Fed, wird die EZB zunehmend unglaubwürdig. Und wie ich gestern im Video versucht habe auszuführen, was soll die Fed machen, wenn praktisch diese Probleme bestehen, wenn wir eine Stagflation bekommen, dann ist eine Drosselung der Liquidität, eine Straffung der Geldpolitik wird die Wirtschaft abwürgen und wenn man nichts macht, dann wird die Inflation weiter anziehen und Ole Hansen hier, Rohstoffexperte von der Saxo Bank, sagt ja, das ist eine überstimulierte globale Wirtschaft, die hier der Fall ist, durch Staaten, durch Notenbank überstimuliert und da ist natürlich dann manches in Schieflage. Jetzt ist diese Schieflage so, dass die Schuldzuweisungen beginnen und jetzt sozusagen Kontrollen eingeführt werden sollen. Das Weiße Haus sagt, ja, also der Ölpreis ist für uns eine Sorge. Französischer Minister sagt, ja, wir sollten den Gasmarkt jetzt mal untersuchen, was da los ist. Und hier ein Kommentar, ja, sind die bösen Hedgefonds, denn die müssen sich jetzt auf diese Green Energy Thematik umstellen. Das ist ja auch einer der Punkte. Hier diese ganze Green
dieser Wandel hin zur grünen Technologie, der wird die Rohstoffpreise, die weiter nach oben treiben, wird jene Rohstoffe, die dafür gebraucht werden, weiter nach oben treiben, was wiederum inflationären Charakter hat. Jetzt hat Frankreichs Premierminister Jean Castex gesagt, ja, also da werden wir jetzt mal Preiskontrollen machen. Also das ist jetzt, das sind wir schon so weit, dass jetzt versucht wird, die Preise zu deckeln durch die Administration. Unterdessen steigen diese Preise weiter, nämlich die Natural Gas Preise in Europa. Und dementsprechend das Thema Inflation natürlich sehr wichtig. Wir bekommen heute die PCE-Verbraucherpreise, Personal Consumption Expenditure, die von der Fed bevorzugte Inflationsberechnung, weil man da ein bisschen mehr tricksen kann, auf Deutsch gesagt. Zuletzt hatten wir 4,2% zum Vorjahresmonat, 14,30 werden die Zahlen veröffentlicht, das wird sehr wichtig. Da wird der Markt drauf gucken. Wir haben dann auch den ISM-Index Gewerbe, 16 Uhr, das wird auch ein absoluter Hingucker, wie da die Situation sich entwickelt hat, vor allem die Preisentwicklung sich entwickelt hat. Und wir sehen jetzt eben schon diese Probleme, Lieferketten, Materialmangel etc. etc. Chipmangel, die Autoverkäufe in den USA dürften 13-14% fallen im Vergleich zum Vorjahr. Und da war es ja auch nicht so doll im August. Wir werden heute diese Daten Stück für Stück bekommen von den verschiedenen Lieferanten. Und JP Morgan hat jetzt gesagt, ja, also die Schiffs- und Logistikkosten, da gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass diese Lieferkettenprobleme, Materialmangel etc., dass das jetzt irgendwie abebbt. Das wird also auf jeden Fall im vierten Quartal hier noch eine große Rolle spielen. Also nichts transitory, selbst die Wall Street Dickfische, die ja, sagen jetzt, also die Notenbanken reden Unfug. Jetzt hat hier in Deutschland übrigens oder in Europa oder weltweit gesehen haben die Chefs von Logistikunternehmen, von großen Logistikunternehmen einen offenen Brief geschrieben, einen Brandbrief, wie hier getitelt wird. Da droht der Kollaps. Einer der Gründe, warum im Transport es so schwierig ist, in der Logistik es so schwierig ist, dass da ja sehr viele Menschen aus verschiedenen Kontinenten arbeiten und gerade viele Menschen eben noch nicht geimpft sind. Nur 30% etwa der Schiffsbesatzungen sind geimpft. Also das könnte ein Weihnachten werden, das merkwürdig wird, denn Weihnachten wird natürlich die Nachfrage nochmal anziehen und das trifft jetzt auf diesen Angebotsengpass, den wir derzeit erleben. Und das ist jetzt eine der grotesken Situationen. Sie haben ja sicherlich gehört, diesen U-Boot-Streit zwischen Australien und Frankreich. Frankreich dann ja Botschafter abgezogen, richtig sauer, weil Australien eine U-Boot-Bestellung bei den Franzosen gecancelt hat und jetzt mit den Amerikanern zusammenarbeiten will. Eine Zusammenarbeit, die sich gegen China richtet. China hatte ja schon die ganze Zeit Australien auf dem Kicker, weil Australien es gewagt hat, China zu kritisieren. Dementsprechend hat China praktisch keine Kohle mehr aus Australien importiert und jetzt ist die Situation die, dass China viel zu wenig Kohle hat, weil man die Kohle woanders offenkundig nicht in der Form herkriegt. Deswegen auch die Engpässe in Sachen Elektrizität in China, Strompreise jetzt erhöht, nicht nur für Firmen, sondern auch für Privathaushalte. Also wir sehen, jetzt wird China auch sozusagen Opfer seines eigenen Boykotts, wenn man so will. Und Boykott ist das Thema jetzt auch, haben die Europäer wohl unter dem Einfluss Frankreichs die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Australien erstmal auf Eis gelegt, eben weil die Franzosen gesagt haben, das geht gar nicht, mit denen wollen wir nicht sprechen. Jetzt schließt sich also die EU schließt sich die EU an den Franzosen. Das zeigt so ein bisschen die ganze groteske Situation insgesamt. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie es weitergeht, wenn Sie wissen wollen, was da die charttechnische Lage im Innersten zusammenhält und was wichtig ist, welche Marken für den DAX wichtig sind, der kurz vor seiner 200-Tageslinie steht, dann empfehle ich Ihnen jetzt noch schnell einen Blick auf DAX Daily, heute Entscheidung über weiteren Abverkauf und ja, da ist was dran, heute muss schon was passieren, sonst sieht es nicht so gut aus, heute muss irgendwo eine technische Reaktion kommen mit dem frischen Geld, das jetzt zu Quartalsbeginn in die Märkte fließt. Ich werde Ihnen den DAX Daily von Stefan Jäger unter dem Video verlinken und wünsche jetzt einen guten Start in diesen Freitag. Servus und ciao.